Hier sind die Welt, singen sie und können den Großen endlich mal sagen, was sie sich für eine bessere Welt wünschen. Ich wünsche mir, dass die Tiere nicht mehr gequält werden. Ich wünsche, dass es Frieden auf der Welt gibt. Dass nicht so viele Autos die Luft verpesten. Mein Wunsch für die bessere Welt ist, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben. Dass wir nicht so viele Bäume fällen. Dass niemand mehr in der Welt raucht. Unterstützt wird die neue Friedensinitiative von Promis aus dem Showgeschäft. Mit dabei auch die Mädchen-Popgruppe Monrose und von den No Angels Sängerin Lucy. Mein Wunsch für eine bessere Welt ist mehr Toleranz. Wir geben niemals auf, heißt das selbstkomponierte Lied von Schülern der Albert-Will-Realschule aus Winnenden. Ihre Wünsche für eine bessere Welt? Ich wünsche mir, dass überall auf der Welt alle Menschen gesund sind und Weltfrieden. Ich wünsche mir Freude und Spaß. Frieden! Aus dem Elsass und ganz Baden-Württemberg sind sie für One World Family angereist. Singen verbindet, lautet die Botschaft und... Und es ist mein Anliegen, das Anliegen meiner Mitarbeiter, hier etwas zu tun, um zu zeigen, jeder kann wirklich etwas tun. Jeder kann etwas bewegen. Und dann lassen die 3000 Kinder und Jugendliche ihre Wünsche in den Himmel steigen. OWF, das sind die One World Family Days, die jetzt bis Samstag hier stattfinden werden. Das war eine Idee von Hans-Martin Schempf und den Mitarbeitern des Makromediendienst, die einfach Lust hatten, eine Plattform zu schaffen für Leute, die die Welt gemeinsam mit tollen Ideen einfach verändern wollen. We are the children. We are the ones who made a name to have God given. There's a chance to make him. We're saving our lives. It's true, make a better day just you and me. Was Wunderbares ist geschehen. Ich werf den letzten Blick auf dein schlafendes Gesicht, dann bin ich der wahre Sinn des Lebens. Wir sind Besucher auf diesem Planeten. Wir sind hier für 90 oder höchstens 100 Jahre. Während dieses Zeitraums müssen wir versuchen, etwas Gutes zu tun. Etwas Nützliches zu tun mit unserem Leben. Wenn du einen Beitrag leistest zum Glück anderer Menschen, dann wirst du das wahre Ziel, den wahren Sinn des Lebens finden. His Holiness the 14th Dalai Lama. Seine Heiligkeit der 14. Danke, dass ich hier als Schirmherrin fungieren darf bei dieser tollen Veranstaltung. Es geht hier um eine One World Family. Die Kinder, die hier gesungen haben, haben mit einer starken Stimme gesungen. Und die haben zu viert gesungen. Und wenn so viele Kinder ihre Stimmen ganz stark benutzen, dann hört man ja doch zu. I must do the same thing. Liberate the people who are slaves. So I was waiting for an opportunity. In 1968, on Christmas Day. Wir brauchen eine planetarische Familienbewusstsein, was meine ich. In einer Familie, die Mitglieder verhalten sich mit liebevoll miteinander. You know, this idea of one world family is so timely today. Ernährung ist der Grundpfeiler, der Eckpfeiler unserer Zivilisation und unseres Selbst. Ohne gesunde Ernährung, ohne gesunde Lebensmittel wird es uns nicht mehr geben. Wenn es jetzt um die Frage des Grundeinkommens geht, dann muss man sich natürlich auch fragen, das muss man sich überfragen, wo kommen wir denn her? Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Diese Probleme sind alle miteinander sehr verbunden.
Man kann nicht eine voneinander isoliert betrachten. Man kann sie nur ganzheitlich anschauen.